Herzlich willkommen zum GIMP-Tutorial. In diesem Video erfährst du, wie du ein Bild oder einen Teil eines Bildes in Schwarz-Weiß darstellen kannst. Ich habe hier ein Bild vom Grazer Uhrturm und will dieses Farbbild nun in ein Graustufenbild, in ein Schwarz-Weiß-Bild umwandeln. Und das geht ganz einfach in GIMP. Ich sage einfach im Menü Farben, Entsättigen. Und dann habe ich noch die Möglichkeit, hier eine von drei Methoden auszuwählen. Das Ganze ist hier Geschmackssache. Ich nehme die dritte Methode, klicke auf OK und das Bild ist nun in Schwarz-Weiß. Interessanter ist die Möglichkeit, einen Teil eines Bildes nur in Schwarz-Weiß darzustellen. Dazu habe ich ein anderes Bild. Hier sieht man einen Salz- und einen Pfefferstreuer in einem Gasthaus, die da auf einem Tisch stehen. Und um diesen Pfefferstreuer hier ein wenig hervorzuheben, will ich den Hintergrund in Schwarz-Weiß darstellen. Dazu gehe ich aufs Vergrößerungstool und vergrößere mir hier mal diesen Pfefferstreuer. Und mit der magnetischen Schere gehe ich nun außen herum. Ich klicke einmal Kanten, Teilen des Bildes hinein und den Rest erledigt GIMP für mich. Er findet hier automatisch die Kanten und passt die Auswahl an diese Kanten an. Es ist fast wie Zauberei. Das Ganze funktioniert ganz mühelos. Ich muss einmal komplett rundum gehen. Es kann mir passieren, dass ich mal einen Punkt falsch setze. Das mache ich hier mal absichtlich. Und dann werden wir gleich sehen, den kann ich im Nachhinein noch ausbessern. Ganz am Ende ist es wichtig, dass ich wieder auf den ersten Punkt klicke, um die Auswahl zu schließen. So, jetzt habe ich diesen Punkt hier falsch gesetzt. Ich zoome mal mit der Plus-Taste hinein, um das Ganze zu vergrößern. Das ist aber kein Problem. Ich kann im Nachhinein noch diesen Punkt mit der Maus an die richtige Stelle hinschieben. Jetzt schaue ich nochmal in der Vergrößerung, ob die Linie überall gut gemacht wurde. Ja, das sieht gar nicht schlecht aus. Ja, hier sieht man gut, hier hat GIMP die Linie nicht ganz gefunden. Was mache ich in so einem Fall? Ganz einfach, ich setze hier einfach noch einen zusätzlichen Punkt hinein. Ich klicke hier drauf, es entsteht ein neuer Punkt und den setze ich hier ganz an die Kante. Und schon passt die Auswahl wieder. Dieser Punkt ist auch zu weit oben, gehört ja weiter runter. Okay, mit der Minustaste wieder auszoomen. Nochmals. So, und um jetzt diese ganzen Punkte in eine Auswahl umzuwandeln, muss ich unbedingt die Enter-Taste auf der Tastatur drücken. Ich sehe, nun ist der Pfefferstreuer ausgewählt. Und was ich nun machen will, ist, den Rest des Bildes in Schwarz-Weiß darzustellen. Dazu muss ich auch den Rest des Bildes auswählen, also ich muss alles auswählen, außer dem Pfefferstreuer. Momentan habe ich ja den Pfefferstreuer, aber das ist nun ganz einfach. Ich sage Auswahl in Auswahl invertieren. Also ich gehe auf Auswahl und wähle den dritten Punkt, der auch zugleich mit dem Tastaturbefehl Steuerung und I erreicht werden kann. Dadurch, man sieht es hier jetzt gut, wird alles außer der Pfefferstreuer ausgewählt. Also wenn ich Auswahl invertieren auswähle, dann wird alles das ausgewählt, was jetzt gerade nicht ausgewählt ist. Beziehungsweise alles, was jetzt gerade ausgewählt ist, wird dann nicht mehr ausgewählt. Also es passiert genau das Gegenteil. Jetzt ist also der Hintergrund ausgewählt. Ich sage nun Farben entsättigen. Und somit wird der Hintergrund in Schwarz-Weiß dargestellt. Hier entscheide ich mich diesmal für die zweite Methode, sage OK. Jetzt schaue ich noch, dass ich die strichlierten Linien wegbekomme, mit Auswahl nichts mehr auswählen. Und schaue mir das Ergebnis an. Und das sieht doch schon ganz interessant aus. Nochmals zum Vergleich, die Originalversion. Ich wähle hier im Journal die Basisversion aus. So hat es zuerst ausgesehen. So sieht es jetzt aus.
In diesem Video hast du gelernt, wie du ein ganzes Bild oder Teile eines Bildes in Schwarz-Weiß darstellen kannst.